Kapitel 20 Harmonie der Tiere. Vier Jäger strömten auf das Kampffeld. Ihr Anführer war unser alter Bekannter Arkadios. Donamut, ich weiß nicht, was hier oben geschehen ist, aber ich weiß, dass ich mir diesen Wahnsinn nicht mit ansehen werde. Niemand wird durch dich sterben. Langsam versuchte der Gott, sich wieder zu erheben, doch sofort war ich bereit, ihn abzuhalten. Bleib am Boden. Versuch gar nicht erst, dich zu erheben. Der Zorn des Gottes war spürbar, überall auf dem Berg. Doch wehren konnte er sich nicht mehr. Zum ersten Mal gesellte Arkadios sich tatsächlich zu mir und hielt die Spitze seines Schwertes direkt auf Doronamut. Erkläre dich, was ist geschehen? Und denke nicht daran, irgendwelche Versuche zu machen. Ja, alle. Alle Tiere sind dasselbe. Von Anfang gewesen. Mensch und Tier. Es war nie eine Unterscheidung. Wo ist der Unterschied bedeutender? Zwischen Elch und Wolf. Zwischen Mensch und Wolf. Menschen sind auch nur eine Spezies der Tiere. Waren es schon immer. Niemals saht ihr es, ihr Tiere der Erde. Ihr wart alle gleich, alle verdorben in euren Wurzeln. Doch die Sonne kehrt wieder, ich spüre es. Die endlose Macht, die endlich eure Existenzen verenden lässt. Sofort nachdem er fertig ausgesprochen hatte, verschwand er einfach vor unseren Augen. Orangene Partikel flogen in die Höhe, näherten sich dem Mond, welcher glühte, als wäre es die Sonne. Überall um uns herum schossen Strahlen in den Himmel, offensichtlich von der Sonne auf der anderen Seite des Planeten. Sie alle sammelten sich vor dem Mond in einem einzelnen Punkt. Wie gezeichnet formten sich so Linien. Eine Silhouette direkt vor dem Mond. Ein langer Schweif, zwei Flügel, ein mächtiger Kopf. Eine Zeichnung eines gar übermächtigen Wesens. Und als der Künstler diese Zeichnung vollendete, erwachte sie zum Leben. Die Sonne war stark wie niemals zuvor. Der Sonnengott hatte neue Kraft gewonnen und kehrte nun wieder in einer Gestalt mächtiger als jedes Einhorn. Mit seinen mächtigen Flügeln erhob sich das Monstrum in die Höhe, nur um kurz darauf im Sturzflug auf dem Berg zu landen. Von nahem wirkte das Reptil doch noch etwas kleiner als aus der Ferne zu vermuten, doch trotzdem war es bestimmt noch dreimal so groß wie das Einhorn zuvor. Endlich die höchste Macht der Sonnenkraft in meinen Adern. Mächtig, als wäre sie nie fort gewesen. Vermag mein Wille, euer Ende zu besiegeln. Denn nun kehre ich wahrlich wieder. Und doch nicht mit Kraft, die ich selbst in Zeiten vor dem Leben niemals hätte finden können. Der Drache der Gerechtigkeit und Harmonie erwacht, um ewigen Frieden der Erde zu bringen. Immer noch gab er nicht auf, im Gegenteil. Der Kampf entflammte nun erneut, dieses Mal auch mit den Dorfbewohnern an unserer Seite, doch einem noch mächtigeren Doronamut gegenüber. Es schien auch, als habe der Gott aus seinen Fehlern gelernt und seine größte Schwäche abgelegt. Die Offensichtlichkeit seiner Angriffe. Sie waren alle immer auf mich abgezielt gewesen, doch nun schien er seinem blinden Zorn entronnen zu sein und einen wahren Kampfgeist zu entwickeln. Das Ziel nun keine Rache, sondern seine Scheingerechtigkeit. Und uns erschwerte dies den Kampf, als Gruppe zumindest. Für mich alleine wurde es so zumindest simpler, trotz all dieser Macht. Auch neue Techniken schien der Sonnengott in dieser mächtigsten Form zu beherrschen. Der größte Unterschied zu zuvor war, dass es nun wirkte, als könnte er mehr kontrollieren als nur die Sonne. Beinahe könnte man glauben, dass er nun ein Herr aller Elemente war.
Und so kämpften wir weiter, Seite an Seite, weiter und weiter. Uns selber verloren wir beinahe aus den Augen, unsere einzelnen Schicksale waren egal. Wenn jemand fallen würde von uns für diesen Sieg, dann wäre es das wert für sie alle, für alle Tiere. Denn es war wahrlich, wie Doronamut es sagte, Menschen waren nichts als eine weitere Spezies der Tiere. Nur die Sprache trennte uns, mehr war es nicht. Tiere müssten Hand in Hand miteinander leben. Alle in Harmonie, um der Sonne ihre Kraft erneut zu schenken, welche sie im Verlaufe der Jahre verlor. Die Schmerzen, welche die Personifikation der Sonne, Doronamut, durch all dies erlitt. Der Wahn, in das es ihn trieb. Es blendete ihn. Es blendete ihn so sehr, dass er die Wahrheiten nicht mehr erblickte, selbst wenn sie so offensichtlich war. Doch auch ich hatte sie erst sehen müssen, bevor ich wahrlich verstand. Beende diesen Wahn und hör mich an, Doronamut. Nein, es ist zu spät für eure verzerrten Willen, die Wahrheit vor meinen Augen zu beschmutzen. Ich sah nie klarer als in diesen Minuten und spüre die Gerechtigkeit meiner Taten. Du hast deinen Nutzen überlebt, naiver Wolf. Selber verstand ich nicht, was wahrlich geschah, doch ich fühlte erneut meine Wut aufkochen, so wie bereits einige Male zuvor. Nein! Ich sagte, du beendest diesen Wahnsinn! Du bist blind wie niemals zuvor! Merkst du es denn nicht? So schweige in meiner Anwesenheit. Ich habe genug gehört von deinen Worten, auf dass du endlich schweigen mögest für die Ewigkeit. Die Welt um mich herum begann zu verschwimmen. Erst dachte ich, dass dies ein Werk des Gottes wäre. Doch ich spürte bekannte Emotionen, so wie bereits zuvor einmal, im Anblick des Jägers. All meine Kontrolle wollte wieder schwinden, mein Zorn mich blind in den Kampf treiben. Doch ich wusste genau, dieses Mal könnte ich nicht gewinnen. Nicht gegen Doronamut, nicht alleine. Die innere Dunkelheit durfte mich nicht mitreißen. Nein, 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 nein! Siehst du es nicht, Doronamut? Sag mir, woher diese neue Kraft kommt, die du in dir trägst. Sag es mir, los! Kurz verstummte er tatsächlich. Sie stammt von der Sonne. Es ist die Kraft meines Symboles. Ja, und nun sage mir, woher kann dir eine Sonne so viel Macht geben? Die stirbt, da es keine Harmonie gibt. Wie kann die Kraft der Sonne so gewachsen sein, als die Dorfbewohner zu uns stießen? Mir und meinen Freunden halfen. War es die Harmonie zwischen allen von uns? Die Harmonie, welche du behauptest, wäre niemals möglich für Wesen wie uns. Aber nein, es kann nicht. Ich kann nicht. Dies war der Moment. Ein Moment, der in mir ein Gefühl auslöste, welches ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen werde. Das Gefühl, dass die gesamte Welt nun in meinen Händen lag, meine Worte alles verändern würden, ob nun im Guten oder im Schlechten. Doronamut, du blicktest auf uns herab seit ewigen Jahren. Du sahst endlosen Krieg, endlose Leben, die zerstört wurden. All diese Anblicke ließen dich versinken in Zweifel und Verzweiflung. Doch lange glaubtest du trotzdem, dass keine Tiere böse waren. Und dies hast du getan, da es wahr ist. Nur müssen die Tiere es selber erst erkennen. Vor Jahrhunderten erlegten sich Lebewesen ein Gesetz auf, von welchem sie sich selber überzeugten, welches ihren Hass und ihre Wut antrieb. Menschen und alle anderen Spezies erschufen Gedankengut, welches sie zu Feinden machte, welches sie nie überkommen konnten. Dafür kämpfe ich. Und kämpfte ich schon in meinem ersten Leben. Das sogenannte Gesetz der Natur muss schwinden. Und alle Wesen realisieren, dass es keine wahren Feinde gibt außerhalb der Nahrungskette. Und für diese Einsicht der Wesen ist es nicht zu spät. Im Gegenteil. Ich behaupte, dass der Zeitpunkt gekommen ist.
Noch immer wirkte der Gott unsicher, welche Entscheidung nun die richtige sei. Aber ihr versteht es nicht. Ihr könnt nicht verstehen. Ihr seht nicht die Fehler, welche ich verschulde. Alles, was ihr behauptet hattet bis an diesen Punkt, waren Lügen, denn... Ich wachte nicht nur über diese Welt. Vor tausenden von Jahren war ich selber es, der der ersten Generation das Leben gab. Ich kreierte die ersten Tiere. Ich kreierte alle Tiere. Euer aller Vorfahren entstammen meiner Kreation. Und ich kreierte sie alle mit diesen krankhaften Instinkten. Ich kreierte all die Fehler, die zum Krieg führten. Ich muss wieder gut machen, was ich einst erschuf. Uns allen war an diesem Punkt klar. Donamut wollte nicht mehr kämpfen. Noch versuchte er irgendwie an seinen Idealen festzuhalten, doch nur weil er selber sah, dass er im Unrecht war. Alles Leben ist dir entsprungen, aber wie kann das sein? Es ist der Grund, weshalb euer aller Mangel der Harmonie die Sonne quälte. Die erste Generation war geschaffen aus der Kraft der Sonne. In jedem Wesen steckt das Licht des Himmels. Und somit steckt auch in jedem Wesen ein Teil von Donamut. All diese fehlerhaften Gestalten als Abbild meines Selbst. Ich war zu stolz, um einzusehen, dass auch ich Macken hatte, genau wie ihr alle. Doch ja, vor Tausenden und Tausenden von Jahren kreierte ich Leben aus der Kraft der Sonne. Wieder strahlte der Mond in einem grellen Orange. Spiralen der Funken drehten sich am Himmel. Wieder sammelten sie sich alle in einem Punkt. Doch dieses Mal war der Punkt nicht der Sonnengott selber, sondern ein Ort zwischen ihm und uns. Und aus den Funken entstand ein Tier. Ein Wolfswelpe. Die Sonne ist Leben. Aus der Sonne entsteht Leben. Seit 7000 Jahren ist dieser Welpe das erste Wesen geschaffen von der Sonne direkt. Dies ist die Macht der Kreation. Dies ist die Kraft, die mich zum obersten Gott machte. Die Kraft des Lebens. Also erschufst du damals alle Spezies, egal ob Wolf, Mensch, Fuchs oder was es sonst so gibt. Viele von ihnen entspringen meiner Hand. Andere entstanden im Verlaufe der Jahre. Polarwölfe wie unter anderem Mira. Deine Spezies war nie in der ersten Generation vertreten. Erst als schlichte Wölfe Irilius beheimateten, entstand diese Unterart. Und nun stehe ich in euer aller Schuld. Nicht nur brachtet ihr wahrlich Harmonie, ihr ließet auch mich das Licht wiedersehen, welches sich aus den Augen verlor. Und doch, die Botschaft des Lichtes und der Hoffnung muss erst in die Welt getragen werden. Ohne nachzudenken, traf ich eine Entscheidung. Und dafür werde ich sorgen. Ich bin ein Friedenskämpfer seit dem Tag meiner Geburt. Und nun, wo der Frieden erreicht werden kann, ist es meine Pflicht, die Nachricht zu verbreiten. So sei es. Ich werde dich begleiten. Und, Jason, eigentlich müsste ich dir wohl die Kraft nehmen, welche ich dir gab, als diese Reise begann, doch andererseits, welches Recht habe ich dazu? Erhalte deinen menschlichen Körper zurück, doch den des Fuchses werde ich dir nicht wieder nehmen. Sei das Symbol für unsere Wahrheit, dass Mensch und Tier wahrlich eins sind. Wieder flogen Funken überall durch die Luft. Dieses Mal spendeten sie Jason die Macht seines alten Körpers. Also wirklich, Jason. Du warst das all diese Zeit auf den Reisen? Ja, das war ich. Für den Frieden, auch wenn ich letztlich wahrscheinlich doch mehr Schaden angerichtet habe, als ich wahrlich half. Sofort erblickte Ära eine Chance, welche sie sich nicht entgehen lassen konnte. Jetzt, wo Jason's nicht mehr versteht, kann ich endlich wieder über ihn reden, was ich will. Aber zumindest sieht er ja selber ein, wie hilfreich er war. Das ist nicht nett, Ära.
Das stimmt. Außerdem, glaubst du wirklich, wenn ich immer noch ein Fuchs sein kann, kann ich euch nicht mehr verstehen? Auf diese Reaktion hatte er dann auch keine Antwort mehr. Alle ihr, die ihr an diesem Ort versammelt seid, doch vor allem die Gruppe, welche mich versammelte. Ich danke euch. Ihr habt ein Ziel erfüllt, an welches ich selber nicht mehr glaubte. Jeder einzelne von euch verdient den Frieden, welcher nun in der Zukunft liegt. Ich werde auf diesem Planeten bleiben, von heute an. Ich bin sicher, wir werden uns noch begegnen. Und trotzdem bitte ich es euch jetzt schon. Lebt die Zukunft, welcher ich euch fast beraubt hätte. Ihr verdient es. Und Rubin, wir reisen gleich ab. Wenn du mir noch etwas sagen möchtest, dann auf dem Weg. Doch vorher möchte ich auch noch mal kurz mit meinen beiden wichtigsten Begleitern reden. An die beiden wandte ich mich. Also, Jason. Ich denke, es ist Zeit, dass sich unsere Wege einmal trennen. Ich werde wiederkehren, aber nun werde ich die Welt bereisen. Im Namen des neuen Gesetzes. Des Gesetzes der Harmonie. Mira, wirst du mich begleiten? Ehrlich gesagt war ich mir bereits sehr sicher, was sie antworten würde. Deswegen war ich umso schockierter, als sie es nicht tat. Rubin, ich würde dich gerne begleiten, an deiner Seite bleiben, aber... Sie blickte auf den kleinen Wolfswelpen, welcher aus der Sonne geboren wurde. Ich denke, dass dieser Kleine jemanden brauchen wird, der sich um ihn kümmert. Alleine wird er nicht zurechtkommen. Und ich bin nun mal die einzige Wölfin hier. Ich sah, wie sich Tränen in ihren Augen sammelten. Es tut mir leid. Ich würde so gerne mit dir reisen, aber ich würde mir niemals vergeben, wenn ihm etwas zustößt und... Ich unterbrach sie. Ich verstehe dich, Mira. Nur eine Sache möchte ich von dir wissen. Wirst du auf mich warten? Ja. Ich werde warten und wenn es Jahre dauert, ich verspreche es und... Überraschenderweise wandte sie sich auf einmal von mir ab. Jason, vielleicht ist das Ganze jetzt vollkommen seltsam, aber nach allem, was geschehen ist, nach dem, wie die Zukunft aussieht. Auch ich habe gelernt und will den Menschen verzeihen. Auch der Welpe sollte in dieser neuen Welt aufwachsen können, zwischen allen Spezies. Glaubst du, dass wir in eurem Dorf unterkommen könnten? Auch der Angesprochene wirkte sehr aus der Bahn geworfen, fing sich aber schnell wieder. Ja, natürlich. Ich bin dir ohnehin noch einiges schuldig. Ein letztes Mal wandte Mira sich noch an mich. Dann werde ich hier warten, Rubin. Im Dorf, zusammen mit dem kleinen Welpen. Versprich mir nur, dass du wiederkommen wirst. Natürlich werde ich das. So schnell ich es nur irgendwie schaffe, bin ich wieder hier. Kurz verstummten wir beide, bevor sie sich ein letztes Mal an mich presste. Ich werde dich vermissen. Auch wenn wir uns erst seit einigen Wochen kennen, es fühlt sich an, als wäre es schon für immer. Es ist viel passiert in diesen Wochen und gemeinsam haben wir es überstanden. Wir sehen uns wieder. Versprochen. Nach diesen Worten war die Zeit gekommen. Eine Reise endete, die nächste begann. Doch diese Geschichte, sie endet mit diesen Zeilen. Vieles lernte ich auf dieser Reise, vieles erlebte ich. Ich fand Tiere, die mein Leben für immer veränderten und es noch verändern würden. Doch was wahrlich das Wichtigste war, egal was geschah, ich verlor nie die Hoffnung. Denn Hoffnung war es, was mich an mein Ziel brachte. Hoffnung und Harmonie. Dies ist es, was alle Wesen verbindet. Alle Wesen unseres Planeten.